Willkommen bei DayZ. Wir spielen dieses Mal, also ich spiele jetzt dieses Mal nicht alleine. Nein, nehm mir da das Ding da, das ist keine Leiche. Nein, das ist der... Survivor. Oh, da unten liegt einer. Siluence. Genau, er kann rollen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ja, wir liegen hier in der Pampa vor Elektro. Genau. Das sieht ein bisschen pervers aus. Hör auf. jetzt auf. Da hinten ist tatsächlich... Ja, okay, Entschuldigung. Guck mal, da unten, das ist tatsächlich ein Spieler. Der robbt gerade über die Straße. Echt? Wo denn? Ja, der ist gerade über die Straße. Oder ist das ein Zombie? Weißt du was, ist mir an die Scheiße egal, wir werden eh bald sterben. So sieht's nämlich aus. Wir sind nämlich hier, alleine sterben ist scheiße, deswegen sterben wir zusammen. Ja, das könnte der Titel sein, unser Motto, allein sterben ist scheiße. So sieht's aus. Und deswegen haben wir uns gefunden. Mhm. und rollen gegeneinander. Genau, da kommt so ein Zombie auf uns zu. Und wir sind jetzt gerade vor Elektro, wir haben uns nur hier getroffen, ich habe da unten in der Scheune, habe ich da hier meine doppelläufige Schrotflinte gefunden und sonst habe ich noch gar nichts. Ach ja, und die Bohnen, ich habe noch eine Packung Bohnen gefunden von Heinz Baked Beans. Yeah, schön, ich bin da so, ja, hinter diesem kleinen Hügel da gespawnt, hat mich schon ein Zombie gejagt, ich habe schon 2000 Blut verloren und meine Bandage verbraucht, also verdammte fängt schon mal super Nut an. Ja, wir werden auf jeden Fall, da wir jetzt gerade eh vor Elektro sind, würde ich sagen, verkriechen wir uns da auch erstmal irgendwie hin. Mal gucken, ob wir es überleben. Nö. Wir versuchen mal Richtung Kirche zu kommen und dass auch mein werter Herr Kollege da auch sich mal eine Waffe anlacht. Wäre schön, ja. Ich sehe gar keine Kirche. Ja, ich sehe auch keine Kirche, das ist das Problem. Aber die ist mitten in der Stadt, laut Karte. Also ich habe hier halt links habe ich auch halt eine Karte offen, in der ich dann immer mal so schauen kann, wo man da, wo es gerade so lang geht. Ingame-Karte habe ich natürlich noch nicht. Also ich muss das alles noch so manuell rausfinden. Da kommt gerade so ein Zombie auf dich zugekrabbelt. Du verströmst einen atemberaubenden Duft. Ach, danke. Für den Zombie. Ja, ja. Du stinkst. Danke. Ich stinke nach Hirn. Du stinkst nach Hirn, also... Ich triefe vor Wissen. Also wenn du nach irgendwas stinkst, dann nicht nach Hirn. Ja, genau. Ja, man sieht schon, also wahrscheinlich wird er mich irgendwann mal von hinten abknallen. Ja. Yep. Das plane ich sowieso schon immer. Ey, da hinten, guck mal, da hinten sehe ich doch irgendwie sowas Turmmäßiges. Siehst du da hinten zwischen den Büschen, ist das nicht eine Kirche? Hinter dem komischen Zombie mit der komischen Pudelmütze? Hier genau auf mich zulatscht, da. Ja, der genau auf mich zulatscht. Da hinten. Ist das nicht vielleicht die Kirche? Ich dachte, hier in der Stadt hier gäbe es mehr so eine Moschee oder sowas. Ja, ist das nicht sowas da oben? Also, weil direkt geradeaus sehe ich sowas. Also, ihr müsst uns das auf jeden Fall nachsehen. Wir haben es noch nicht so oft gespielt. Wir sind ja jetzt auch keine Vollpros drin. Aha. Das kann auch sein, dass wir fürchterlich schnell sterben. Ja, und wenn man sterben will, ist mir gerade so widerfahren, dann schafft man es nicht mehr. Ja, wenn man direkt sterben will, weil er ist irgendwo auf der anderen Seite der Karte gespawnt und naja, dann wollte er sich umbringen und naja, das hat nicht so gut funktioniert. Tja, und man kann ja leider keinen Suizid begehen. Nein, bis ich dann irgendwann von einem Turm gesprungen bin und mir die Beine gebrochen habe. Also, liebe Kinder, immer fleißig nachmachen. Wenn ihr nicht mehr leben wollt, springt von irgendwelchen Türmen. Genau, brecht euch die Beine, weil bis euch ein anderer Typ in den Kopf schießt. So ungefähr lief das, weil die Zombies waren echt zu unfähig, mich zu erledigen. Du warst einfach zu unfähig zu sterben. Ja, ich hab zu gut gerochen. Die wollten mich nicht erledigen. Siehst du, da ist es wieder. Du hast nach zu wenig Hirn gerochen. Die haben keine Nahrungsquelle bei dir entdeckt. Warum bist du eigentlich so weit vorn? Ich krieg doch auch die ganze Zeit hier lang. Was machst du denn da immer so lange? Wir haben doch keine Zeit. Ich schau mich um. Genießt die Gegend. Ist ja schließlich so ein friedlicher Ort. Dings. Mir ist aufgefallen, seitdem ich dieses Spiel spiele und wenn ich dieses Spiel spiele, verspreche ich mich sehr oft. Ehrlich, das ist irgendwie, diese Zombies, die nehmen mir schon das Hirn so weg und ich bin ein bisschen zu konzentriert. Die oder schnüffeln auch zu dir wenig. Das Hirn weg. Ja, die schnüffeln es mir weg.
Also wir räumen jetzt auch total die ganze Zeit total spannend, aber hier, also wie man ja sieht, hier laufen die ganze Zeit Zombies hier direkt um uns rum. Da ist es vielleicht ein bisschen fatal zu rennen. Gibt's eigentlich so eine Taste, dass du dauerhaft so rennst, wie bei Skyrim? Ach so, nee, ich glaube nicht. Wäre mal schön. Das wäre auf jeden Fall cool beim Roben. Die Funktion fand ich richtig gut dabei. Also was ich in diesem Spiel auf jeden Fall halt echt geil finde, was ich nur immer wieder betonen kann, dass man, wenn man Alt drückt, dass man sich umgucken kann, wie man will, der Typ aber immer noch in dieselbe Richtung rennt. Das ist praktisch. Das finde ich total super und das sollte es definitiv auch in anderen Spielen geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, weiß nicht, ansonsten DayZ, müssen wir das Spiel noch vorstellen? Ich glaube es weniger, ich meine... Also sollte man ja mittlerweile kennen, ne? So oft wie es mittlerweile in den News und Nachrichten und was weiß ich wo überall zu sehen war. Oh, in der Tagesschau. In der Tagesschau, auf Häuserwänden. Genau. Also jetzt nochmal, sagen wir mal, unter einer Minute die Erklärung des Spiels. Möchtest du anfangen? Nö, mach du mal. Okay, also man... So alles zerstört, Virus, Zombies, alle, du, einer der wenigen Überlebenden und willst überleben, fertig. Genau. Das Spiel hat auch keinen Sinn, also was heißt keinen Sinn, du sollst überleben, aber außerdem hat es gar kein Ziel. Ja. Und du musst nur überleben und es ist halt nicht nur die ganzen Zombies, die dir ans Leder wollen, nein, viel fieser sind nämlich solche Säcke wie diese lahme Kriechtante, denn was machst du da so lange? Ja, ich höre Schüsse nur mal so. Hörst du es nicht? Oh, doch. Ich glaube aus diesem, so Nähe dieses orangenen Hauses oder halt hier ziemlich. Also die Richtung auf jeden Fall. Rechts auf jeden Fall, ja. Ja, dann kriegen wir mal so weiter links rum, wa? Ja, ich sehe schon, wir werden eh gleich weghauen. Ja, sterben tut man sehr, sehr schnell. Das kann mit einem Schuss, kann das auch schon passiert sein. Bash Connect Wars Kill, da ist nämlich der erste wieder gestorben. Und wenn man gestorben ist, man verliert einfach alles. Alles, was man sich hier so in mühelanger Zeit da zusammengesucht hat, das ist alles weg, wenn man krepiert ist. Man darf dann wieder mit einer Bandage, die hat einen zum, wenn man blutet, da kann man sich halt bandagieren, die hat man, eine Taschenlampe und ja, diesen billigen Rucksack hat man. Ja, so, da können wir anfangen. Hier, das kann ich ja noch einmal zeigen. Hier, Painkiller hat man auch einmal. Echt? Ja. Eine Portion Painkillers, eine Bandage, eine Taschenlampe und der Rucksack. Okay. Das ist das, womit man startet. Irgendwie, weil ich hatte nämlich mal gehört, dass man eigentlich mit einer Waffe, mit einer Makarov startet, aber das scheint entweder dann eine ältere Version zu sein oder so. Das war ja, bei mir noch nie so. Ja, finde ich auch irgendwie blöd. Was ist das denn? Wenn schon direkt eine Waffe hat. Take was? Irgendwas konnte ich mitnehmen. Take Windscreen-Glas. Ja, natürlich. Eine Windschutzscheibe, die werde ich mit Sicherheit mitnehmen. Oh, unbedingt. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Ja, und wie man hier unten rechts sieht, im Bild, man muss trinken, essen. Schlafen und auch kacken zwischendurch. Ja, pinkeln darf man auch nicht vergessen, weil wenn man sich einstrullert, dann kriegt man eine Blasenentzündung und wird innerhalb von 2 Tagen elendig verrecken. Ach ja, stimmt, habe ich vergessen, Entschuldigung. Nee, das müssen sie auch noch hinzufügen, finde ich. Das wäre mal richtig geil. Was? Dass man exkrementiert? Ja. Ne, aber schlafen gibt's ja so gar nicht. Nee, stimmt, schlafen gibt's nicht. Ja, aber das wäre auch vielleicht ein bisschen komisch umzusetzen, weil... Ja, dass man dafür wirklich ein Zelt hat oder so. Und warum... Ach nee, nicht schon wieder, ey. Was? Meine Tastatur möchte manchmal einfach ununterbrochen die A-Taste aktiviert haben. Und deshalb robbt er die ganze Zeit weiter zur Seite. Jetzt hat's wieder aufgehört. Okay. Ja, dämliche billige Logitech-Produkte. Ja, hast du davon. Verdammt, ich habe auch eine Logitech-Tastatur. Ja, und leider kann man auch nicht in alle Häuser rein. Das heißt, wir brauchen auch nicht hier da vorne das Haus durchsuchen oder das da vorne. Da kann man sowieso nicht rein, um Sachen zu finden. Weil, wie gesagt, wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zu trinken, andauernd. Also, was heißt und andauernd? Und was zu ballern. Und was zu ballern braucht mein Werter. Natürlich. Mein werter Mitstreiter, meine Rückendeckung, die mich wahrscheinlich, sobald eine Knarre hat, mir sofort in den Rücken schießen wird. Klar, ne, erstmal in den Fuß oder ins Knie. Am besten ja, dass ich nicht mehr laufen kann und dann lässt du mich elendig in der Stadt hier durch die Gegend robben. Ja, und ich schaue immer zu die ganze Zeit. Ich habe das alles schon geplant.
Oder du stirbst an einem Strauch. Ich sterbe an einem Strauch. Ja, das ist uns gestern bei, wir haben das gestern mal so ausprobiert. Da ist tatsächlich, einmal bin ich einmal plötzlich gestorben, einfach so bin ich, ich lag irgendwo mitten auf dem Berg, mitten im Gebüsch. Und dann bin ich auf mal auf so einer Straße hier gespawnt. Urplötzlich, also ich habe mich nicht bewegt, nix, bin ich da gespawnt und hab mich einen erschossen. Guck mal, warte mal, bevor du weitergehst. Wollen wir denn mal da so rein? Das ist ja hier Industriegebiet. Ja. Das wäre schon ziemlich gefährlich, also könnten wir machen. Wäre schon ziemlich gefährlich, könnten wir machen. Ja, das ist natürlich super. Oh, kommt da wer raus? Oh, da kommen zwei. Ja, wir nehmen dann mal die nächste Einfahrt. Ja, würde ich auch, vor allem, da sind jetzt schon mittlerweile drei. Nee, da will ich nicht hin. Ey, warum bin ich so langsam? Ah, warte. Ja, weil die Steuerung und das Inventar, das ist auch erstmal auf jeden Fall... Die kommen auf uns zu, ne? Ja, freut mich. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, weil man mit, wenn man zweimal schnell hintereinander diverse Tasten drückt, dann rasten die Funktionen halt ein. Und das ist teilweise echt ein bisschen verwirrend. Du bist schon wieder so langsam. Und nicht das Laufen leider. Mach doch mal hier Doppelshift. Vielleicht bist du dann schneller. Was soll ich denn damit machen? Ja, vielleicht mal schneller rum. Kann man denn mit Shift schneller sein? Ja. Ich dachte, damit ist man langsamer, damit schleicht man doch. Ja, wenn du doppelt machst, dann ist, wenn du danach gedrückt hältst, ist dann halt genau andersrum. Da vorne in die Bude können wir rein. Juhu. Ich höre, glaube ich, auch schon Fliegen. Was? Ich höre Fliegen. Ja, kurze Info, die es nicht kennen. Wenn man Fliegen ist, immer da, wo welche gestorben sind. Also genau. Spieler. Oh, guck mal, kann man so von hier reinkrabbeln? Verwesen und rumgammeln. Da liegt doch eine Dose rum. Pass nicht durch die Lücke, ich bin zu fett. Da liegen aber auch Ach, nur... Scheiße. Da liegen aber auch nur Dosen drin, da gibt's nichts, da gibt's nichts zu trinken, nichts zu essen, keine Waffen. So, wieder ist einer gestorben. Ist ja ein Scheißladen hier. Julian. Was auch ein bisschen doof gemacht noch ist, beziehungsweise was nicht so ganz toll immer klappt, das ist, wenn man halt im Mehrspielermodus, wenn man zusammen einen Server finden will. Das ja, ist nicht so einfach gemacht, weil es findet nicht jeder mit diesem komischen Launcher dieselben Server. Ich komm nicht in das Haus rein. So. Da liegen... Was ist das? Yeah, da liegt ein Rucksack. Was man natürlich immer wieder betonen muss, das ist immer noch eine Alpha. Ja, genau. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe nie Enfield-Magazin gefunden. Und da ist so ein fetter Rucksack, den will ich haben. Take empty whiskey bottle. Nein, da ist... Ich will den Rucksack. Junge! Ja, ich habe eine Pistole. Hast du auch Munition? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, was ist denn das für eine Knarre? Das ist eine M1911. Hast du dafür was? Ah, ich habe sogar ein Magazin. Yay. Und 7 Schuss. So, soll ich dir mal helfen mit dem Rucksack hier? Ich bin zu doof, das Teil aufzunehmen. Geht das bei dir so hoppdiwopp oder was? Mal schauen. So, ich habe jetzt meinen Rucksack erstmal da weggeklatscht. Jetzt ist er ganz... Ne, da liegt er ja noch. Ich kann immer so eine leere Flasche nehmen. Ja, das ist schon mal schön. Den Whisky, ne? Nee. Es funktioniert wie immer toll. Das mit dem Aufheben ist auch immer so eine Geschichte. Aha. Mal schauen, vielleicht kann ich ja meinen jetzt wenigstens wieder aufsehen. So, ich hab jetzt den tschechischen Rucksack. Yay! Der ist nämlich größer wie der andere, wie der Standardrucksack, hoffentlich, was mir natürlich wahnsinnig viel bringt, weil ich schon so viele Sachen habe, die ich unbedingt verstecken muss. Sag mal, wie hast du den aufgehoben? Ich habe ja jetzt gar keinen mehr. Ja, du musst da drauf und dann mit dem Mausrad Take Patrol Pack. Ah. Tja, dann nehme ich mir meinen mal wieder. Voll das fette Teil, ey, damit bin ich ja nochmal 5-mal auffälliger. So einen hatte ich auch schon einmal. So, und dann schleichen wir uns jetzt wieder raus hier. Vor allem, ich sehe meinen Charakter schon bald gar nicht mehr, da so viel Rucksack. Ja, guck mal, wenn ich jetzt liege, wie hoch der raussteht. Ja, stimmt schon. Aber er ist getarnt. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, wo wir als nächstes hinrobben. Also, wenn du eine M16-9-Magazin hier siehst, ne? M16-9, was sag ich denn? M1911, wie komme ich jetzt raus? Naja, wenn du so eins siehst, würde ich gerne nehmen.
Oder ist ja auch ein Zombie. Wollen wir darüber? Ich weiß nicht, lohnt sich das? Ich weiß auch nicht. Die Stadt ist ja mehr so zum Meer hin, da wo die Tanks sind, ne? Weil hier wäre jetzt gerade, da ist nur der Zombie, der verpisst sich da gerade. Ja, das in das Tor, meinst du? Ja, und da rechts ist noch ein Zombie. Ich guck mal eben die Straße entlang, ob da einer ist. Sieht. Also sehen tue ich auf Anhieb keinen, aber das heißt ja auch nichts.